zum neuen Video auf meinem Kanal hier in die Gang. Vor 7 oder 8 Minuten ist der deutsche Trailer zu dem Animal Crossing Halloween Update erschienen. Ihr wisst wahrscheinlich alle noch, das letzte Update, das Traum-Update, Sommer-Update Welle 2. Und jetzt das Halloween Update, der Trailer. Let's go! Mit geiler Qualität. Also zumindest beim Gucken. Hier, man kann es hier nochmal sehen, weil ich habe so dreckiges Internet. Jetzt ausnahmsweise mit 1080p. Kostenlos ab dem 30.09. Das ist in 5 Tagen. Uiuiui. Was? 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 Ist das noch. Warte mal, habe ich diesen Emote nur noch nicht oder ist es ein neuer Emote? Ja, das wäre cool. Dieses. Halloween steht vor der Tür. Aha. Kaufe Süßigkeiten. Oh! Nee, das ist gar nicht Bienchen. Kaufe Süßigkeiten im Nuxladen. Süßigkeiten? Was? Was? Als ob? Süßigkeiten. Das Bonbon. 25 Sternis. Ja, was bringt das? Was? Man kann Gemüse einpflanzen. Endlich kann man Gemüse anpflanzen. Beziehungsweise, man kann Kürbisse anpflanzen. Pflanze Kürbisse an und bastle Objekte daraus. Okay. Das ist ja richtig cool. Oh. Wo bekommt man die Bastelanleitungen? Hexensachen. Okay, die sind nicht unbedingt mein. Was? Oh. Halloween, 31. Oktober. Oh, cool. Von 17 bis 0 Uhr geht dieses komische Event. Süßes oder so. Wer ist das denn? Ich triff Jakob, den Prinzen von Halloween. Ja, wer bist denn du? Was macht ihr? Wer seid ihr? Ich bin Jakob, der Prinz von Halloween. Heile Süßigkeiten und grusel dich mit deinen Freunden. Ja, dieser Hund, der passt halt prima da. Passt prima. Toll, vielen Dank. Und es gibt noch mehr. Ja, jetzt kommt das Winter-Update, ne? Nuklink. Ist das jetzt so eine Art, was ist das jetzt? Uff, hä? Es gibt wirklich einen neuen Emote. Setz Emotionen über Nuklink. Ach so, jetzt kann man auch, jetzt gibt es so eine App, so eine manuelle App, wo man Emotes. Und dann gibt es noch das Winter-Update. Was? Neues kurzloses Update. Was? Oh mein Gott. Ist das das Winter-Update? Weil da rechts, da sieht man diesen komischen, das Rentier, was aus New Leaf, glaube ich, stammt. Was immer an Weihnachten kam. Und dieser komische Gockel, dieser Koch da. Oder was auch immer. Da weiß ich jetzt nicht, woher der kommt. Aber wird hoffentlich auch ganz cool. Neues kostenloses. Okay. Ich gebe zu, ich habe im Herbst noch gar nicht Animal Crossing gespielt. Ganz traurig, ich weiß. Werde ich noch nachholen. Aber cool. Also jetzt ein neues Update. Das letzte Update, muss ich sagen, hat mir nicht so dolle gefallen. Ich meine, das waren nur irgendwelche Traumsachen. Und wenn man keine Freunde hat, die Switch spielen, Spaß, da bringt es halt nicht so viel. Ist natürlich nur Spaß, aber bringt für mich nicht so viel. Was gab es dann noch da? Ja, dieses, ich finde, das hat halt nicht so viel gebracht, das Update. Aber das Update, das ist wirklich cool. Da kann man neue Sachen basteln. Die ganze Insel zu Halloween schmücken. Und ja, da gibt es auch so ein Halloween-Event. Ganz cool. Und dann kommt wahrscheinlich das als, weiß nicht, soll das jetzt das Winter-Update sein? Weil normalerweise schreibt dann Animal Crossing, also dieser Kanal, dann Winter. Geplant für Ende November. November ist ein Monat. Ja, okay, ich glaube, okay. Ich denke, das, okay, Winter-Update wird es nicht, weil November ist, glaube ich, noch kein Winter. Aber ein Weihnachts-Update. Ja, ich glaube, ist es ein Weihnachts-Update. Kann auch gut sein, weil dieser Gockel und
Essen am Weihnachten und dieser Weihnachtsmarkt. Also ich sage, das mit einem Weihnachtsupdate mit Weihnachtsdekorationen, ja. Okay, was halte ich zu diesem Update? Ja, ganz cool. Mehr brauche ich auch nicht sagen. Besser als das letzte Update. War ich wirklich kein Fan, hat mir irgendwie nicht so gefallen, wie ich schon gesagt habe. Dann hoffe ich, euch hat dieses Mini-Video gefallen. Ich wollte halt diesmal diesen Trailer nicht vor mir herschieben, wie bei der Sommerwelle. Beim Sommer-Update Welle 2. So. Ja, momentan, mein Kanal geht's auch gut. Viele Aufrufe, möchte ich euch danken. 160 Abonnenten. Der Kanal wächst gerade enorm. Und ich hoffe, dieses Video boostet noch ein bisschen. Nein, Spaß. Ja, dann würde ich sagen, bye bye und ciao, Leute!